der als der Herrn wieder ins Geschehen eingreifen. Richtig. Mit Fidi Gröpper. Das erste Saisonspiel sozusagen. Genau, sein erstes Saisonspiel, hatte ja noch zwei Spiele Sperre aus dem dritten Viertelfinale. Ja. Gegen den HTRC, da hat er gelb-rot gesehen. Also sehr schön, dass der Abwehrchef und Kapitän, der als er heute wieder dabei sein kann, genau. Wird natürlich dann auch nochmal die Qualität nach oben schrauben. Und auf jeden los Fall. Geht's. Und wir sehen hier, so wie auch gestern, die spielen das mutig. Erste Torschance, erster Schuss. Und das ist 1-0. Da wären wir wieder bei der Effizienz der Düsseldorfer. Ja. Gucken wir nochmal drauf. Das ist Bernie Schmidt hier mit dem Pass nach außen. Genau, dann die Nummer 4 von Düsseldorf. Kein Zentimeter im Kreis, direkt durchgeladen. Und der tut natürlich besonders weh aus Spitzenwinkel. Tommy Alexander wird sich da sicherlich ärgern. Und ja. Tja, die Düsseldorfer machen da, auf, wo sie, machen da weiter, wo sie gestern aufgehört haben. Kalter Wisch, würde ich sagen. Ne? Nach ein bisschen, Schuss, ein Treffer. Bisschen weniger als 30 Sekunden und schon steht es... hier 1-0. Das wird eine kleine Aufgabe, sich da durchzuarbeiten. Das ist stark gemacht. Sehr gut. Durch. Das müsste. Da klackt es ganz ordentlich, aber Schiedsrichter lässt Vorteil laufen. Den ersten Torabschluss für Alster. Torwart von Düsseldorf ist da. Nächster Ball im Kreis. Und der ist leider am Körper. Muss die Defensive von Düsseldorf mal ein bisschen auseinandergezogen werden. Ja. Kaum in Bewegung gebracht werden. Wir stehen sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte drin. Der Ball ist super. Sehr guter Ball von Fini. Wieder an Stone Walker, der sich schon wieder abholt. Wieder eine Torchance. Und der ist überragend. Das ist super gemacht. Mit der hohen Rückhand aus der Luft auf den langen Pfosten schlägt. Und dann ist es Anton Böckel, der da den Ball, das ist wirklich, das ist klasse. Spielt auch international. Und dann ist es Anton Böckel. Und hätte Anton ihn nicht gemacht, wäre Philipp Rotländer noch dahinter gewesen. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir noch das Replay hinter Tor bekommen. Jawohl, da ist es. Da sehen wir nochmal die gute Bewegung durch zwei durch. Hat dann viel Platz. Und dann sehen wir es nicht ganz, aber ein hervorragendes Tor. Und wir kommen hier kurz vor Ende des ersten Viertels zum Ausgleich für Alster. So, noch hier letzten Sekunden. Ja, ein letzter Versuch im Kreis. Der kommt sogar an und Philipp Rotländer macht es stark. Kriegt den Pfiff gegen. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir die Hintertorperspektive. Ob da ein mögliches Stockfoul war von Philipp Rotländer. Während hier der Viertelpfiff ist. Oh, ich sehe da jetzt. Er spielt den Ball, oder? Ja, vielleicht sieht vielleicht ein bisschen Schlägerschlang. Ja, erstes Viertel kurz vorbei. 1:1 Spielstand und wir werden uns gleich wieder zurück. Es gibt nichts Unglücklicheres, als dass ein Spieler vom Feld muss, weil die Bank draußen zu aktiv ist. Genau. Schön gemacht. Boah, da knallt es ganz schön. Jetzt ist die Ecke da. Haben wir die erste Ecke. Fand ich aber ganz gut. Schiedsrichter wartet nochmal den Vorteil ab. Sieht, es gibt keinen Vorteil. Wir sehen es nochmal hier. Schön. Körpertäuschung. Tom Strönk lässt durch. Da ist wieder Stone Walker, der ihn gut annimmt. Da klackt es. Da klackt es nochmal. Und dann haben wir die erste Ecke. Weißen Stimmen dann. Simon Mundorf oder geht rein. Schlenzer flach in die Mitte. Das. Da ist das Tor. Und das ist der zweite Treffer von Anton Böckel. Und hier wird sofort wieder moniert von den Düsseldorfern. Von hier sah es alles sauber aus. Wir gucken nochmal drauf. Der Ball müsste ja schon schauen, von wem er jetzt auch hochgeht. Ja, wird so. Die Lillekugel nimmt ihn damit hoch, aber es ist nicht kein gefährliches Spiel. Ja. Und macht er dann aus der zweiten Etage rein. Und wir kommen hier zum 2:1, beziehungsweise ist es nicht Didi Lindekugel, sorry, der legt ihn nur drüber und Anton Böckel staubt zum zweiten Mal ab. Also findet sich hervorragend ein in seine heutige Stürmerrolle. Genau. Also und wir warten, auch wenn er den mit seiner Hoch gibt es ja mittlerweile nicht, es gibt nur gefährlich, der Ball für kein Gefecht. Und das ist Fidi Gröpper, der da in bester Manier den Ball und jetzt derartig abgeräumt wird. Und da gibt es. Sag ich mal, nur die Ecke. Ich wollte gerade sagen, also ist ja. Gucken wir nochmal drauf. Also. Die Präsenz von Fidi Gröpper, das merkt man überragend, jetzt schon. Klasse. Ja. Drückt dem Spiel seinen Stempel auf, nimmt ihn da gut mit. Macht's auch richtig durch zwei durch und. Oh, wird da ordentlich, gefällt, aber. Wieder auf kurz. Und der ist wieder auf lang gezogen. Gut gemacht. Und da rettet der Linienmann mit der Nummer 4, der da schön durch die erste Welle durchgezogen, Torwart geschlagen, aber nicht die Nummer 4 von Düsseldorf. Oh, wir sind zurück zur Halbzeit 2.
Alster ist ein bisschen gemütlicher aus der Halbzeitpause zurück auf den Platz gekommen. Die Düsseldorfer stehen schon, wie Sie sicherlich sehen konnten, ein bisschen länger auf dem Platz. Gleich raus. Ja, aber eine gute Reaktion von Alster auf das sehr variable Spiel der Düsseldorfer. Nämlich Philipp Rotländer, der gerade den Ball hier abfängt und sensationell nach vorne spielt. Jetzt muss er nur quer gespielt werden und das lässt sich die Lillkugel nicht nehmen. Das ist hervorragend, wie Philipp Rotländer den Ball da an der Mittellinie totstoppt, ne? Wegstoppt, sensationell nach vorne spielt. Da sehen wir es, super Schrubber, gute Annahme. Federico Neger hier im 3D, das ist auch eine super Vorlage. Ja, und dann sehen wir, das ist so ein bisschen typisch des Düsseldorfer Torwarts. Er kommt sehr früh raus, auch in den Hundekurvensituationen. Und wir können hier das 3:1 für den Club. Oh, das ist schön, wie die beiden hier zusammenspielen. Mit ihren goldenen Zauberstäben. Ja. Die Lindekugel ist Doppelter Doppelpass schon hier. Ja. Und das ist ganz stark. Und jetzt macht er ihn sehr... Das ist der Oh, das ist die Ecke. Da gucken, da wollen wir nochmal drauf gucken. Da bin ich sehr gespannt. Das ist der Innenpfosten. Ja, also gucken wir mal drauf. Also erstmal hier diesen schönen Doppelpass. Und dann Anton Böckel, wie er damit zum Kreis geht. Lange Zeit hat... Strun Walker am langen Pfosten. Und das ist tatsächlich der lange Pfosten. Und dann springt er vom langen Pfosten an den Körper des Düsseldorfers. Macht er eigentlich auch alles richtig, Anton Böckel. Ne? Aber sind auch wieder zwei Leute, oder ich glaube, mindestens macht das am mit Auge, Pfosten. Den hat er zu genau gespielt. Auffassung: Max Schnee hatte sehr viel Zeit zum Schießen. Ne? Also der Schuss war sehr frei auf der kurzen Ecke. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Wieder kurz. Oh, schöne Variante auf den Rausgeber Anton Böckel. Schöne Rausgabe. Und dann Max Schnepel. Das ist super abgesprochen. Er geht einen Ticken zu weit. Sticht Anton Böckel mit dem Griffband. Aber der nächste. Letzte Minute. Kann man nochmal ausspielen. Ein, zwei oder einen finalen Kreisantritt. Stark von Fidi. Der einmal. Ah, da holt er die Ecke raus. Die Ecke. Da wollen wir doch nochmal drauf gucken. Das ist ja der erste Move. Genau der hier. Abspielsuchend. Nochmal ein Zieher. Nochmal ein Zieher. Ja, doch, das ist schon. Ja, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einen ganz schön harten Pfiff, weil er auch ein bisschen die Kontrolle verliert und das Eingreifen des Düsseldorfers nicht so. Der Ball war auch so ein bisschen weg, ja, ne, vom Schläger. Finde ich ein bisschen harten Pfiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja auch sehr häufig gesehen, dass sie nochmal auf kurz verschieben. Ne? Also Fili, das schon auf kurz steht und die verschieben nochmal auf kurz. Ja. Nochmal mehr und dann geschossen wird. Mal schauen. Geht wieder auf lang, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Es kommt. Zeit steht. Lasse Hartkopf, die erste Welle muss weg. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich Alster da überlegt. Du wirst es vielleicht wissen, aber natürlich wirst du es nicht verraten. Ob es jetzt hier eine spezielle Variante gibt gegen drei Rausläufer. Also eine Welle, zwei auf der Linie. Wieder eine Variante, gut gespielt. Ja. Roman, gut gespielt. Ja, auf kurz. Und dann gibt es den Linksableger auf Nick Kerner. Der Ablauf war sehr gut, sehr flüssig, alles hat geklappt. Ja. Und eigentlich gut gemacht. Strun Walker einen Ticken zu nah am Tor. Und jetzt ist es so, weil es eine Wiederholungsecke ist, müssen die Düsseldorfer weiterhin zu dritt rauslaufen. Und wir wollen mal sehen, ob es eine zweite Variante gibt. Wieder kurz. Wieder dieselbe Variante. Ah, Nick Kerner trifft den Ball nicht richtig. Nee. Kommt nicht genug Power raus und direkt der schnelle Gegenkonter, der Düsseldorfer. Und jetzt ist da ein bisschen Platz da. Boah, der ist zu kompliziert. Super gelesen. Und ein Gegenkonter ist möglich. Sind hier noch 12 Sekunden. Ja, und auf der Grundlinie war der Düsseldorfer komplett frei, beschwert sich zurecht. Strun Walker geht lang, findet kein Anspiel im Kreis. Ah, macht keiner mit. Ist auch egal in dem Fall. Ja. 3:1. Wir melden uns gleich zurück zum letzten Viertel. Herzlich willkommen zurück zum letzten Viertel. Düsseldorf macht hier sofort Druck. Aufbau. Fehler von Max Schnepel. Gut geholfen von Nick Kerner. Oh, der tut weh. Das ist sehr stark gemacht und das ist die verdiente Ecke. Hier im 3D-Hockey.
Erstmal verteidigt. Ja, da geht er gut durch. Steht Simon Mundorf auch einfach fest, kurz festgewachsen. Und dann gibt es hier die erste Ecke, glaube ich, von Düsseldorf. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die nächste, aber nein, das ist die erste Ecke der Düsseldorfer. Ja, Schütze hier, Kapitän oder Herausgabe, Nummer 10, Nummer 3 von Düsseldorf im Schuss, auch im Doppelpärchen. Geht auf lang. Und der sitzt ganz flach ins Schlägereck. Ja. Chris Newman, erste Welle. Ah, läuft das lange Pärchen an, das kurze Pärchen an, der Ball geht auf lang, muss dann wieder einen kleinen Bogen laufen und der Schütze hat somit sehr viel Zeit und hat auch einen guten Winkel. Und so steht es jetzt hier, 2-3 aus Sicht der Düsseldorfer. Nach einer knappen Minute gespielt. Ja, also das könnte jetzt hier ein ganz, ganz spannendes letztes Viertel werden. Ja. Jetzt gibt es nochmal eine kurze Unterbrechung, liegt aber nur daran, dass sich Schiene oder Kicker des Torwarts gelöst hat. Und jetzt? Nee, doch nicht. Doch. Ja. Geht raus, Torwart von Düsseldorf wird wieder ausgewechselt. Und wieder Anton Böckel. Das ist gut über den Schläger geleitet. Und jetzt mit Druck zum Kreis, im Kreis. Und das macht er blitzsauber und legt den Ball meines Erachtens auf die runde Seite des Düsseldorfers. Das habe ich. Ja, legt ihn drüber. Es sah so aus, als ob er über die runde Seite rollt. Ich kann mich auch täuschen. Da geht er durch und da legt er ihn. Ja, da rollt er auf die runde. Ich meine, er rollt auf die runde Seite. Wieder auf Max Schnepel. Und der schießt das Ding. Flach und lasch, muss ich leider auch sagen. Ja. Sicherheitsschuss. Direkt auf den Schläger, also nicht mal in die Mitte.